meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Angst, es auszusprechen, aber ich muss es tun. Wir werden heute gemeinsam mit dem Chat auf ein Video reagieren, wofür ich sehr viel Respekt habe. Und dieses Video heißt, oh Gott, wie wird man Darsteller? Street Comedy, Tom Supreme, Tom Jizz. Ich habe Angst und ich habe sehr viel Respekt, auch vor diesen Klicks. 1 Million in 8 Tagen? Alles klar, Digga, wir sind angekommen in der Parallelwelt. Ich habe Angst, wir müssen rein. Chat, ab jetzt, ich hafte für nix. Nee, oh mein Gott. Johnny Sins, Alter! Warum ist da Johnny Sins? Was macht er? What's up? Ich bin Domina und alles, was in dem Bereich gewünscht ist, mache ich. Caillou ist Domina? Verdammt, nein. Das wird so eine Anzeige. Also, Menschen mögen den Arsch vor Augen bekommen. Aber, Kamerad, das ist ja dein Orgasmus. Na, ihr Bitches. Na, ihr kleine Schlawiner. Das ist alles meins. Alle meine Filme. Ich bin gefangen. Hallo, hier bin ich. Ich bin hier. Falsches Loch, Egon. Ja, wenn wir so gierig. Ich kenne ihn alle. Bruder, fick mein Arsch, wer macht? Guck mein Arsch von Seite. Bruder, no, Jordan, Bruder. Ich möchte nicht Bitch genannt werden, um ehrlich zu sein. Oh, sie passt da nicht rein. Ja gut, dann lass uns doch das Video beenden. Welche Seite von YouTube Deutschland ist das, wenn ich fragen darf? Lass mich raus! Let me out! Let me out! Ey, der will mich ficken! Was macht der? Das war nicht abgesprochen, lass mich raus! Wie ist das Codewort? Mein Codewort ist Pineapple! Pineapple Juice! Lass mich raus! Willkommen, wir sind auf der Venus! Ich hab Schweine gesehen, ich hab Tiere gesehen, ich hab Kühe gesehen, ich hab alles gesehen! Wir gehen heute rein, Freunde, wir wollen herausfinden, warum Pörknussherstellerin Pörknuss machen. Alter, geil, Berlin Tag und Nacht. Pete, darf ich dich was fragen? Machst du das schon. Hast du wirklich die Damen, die du alle im Berlin Tag und Nacht bei dir hattest, weggeknallt? Nein, die sind alle auflassbar. War der bei Berlin Tag und Nacht? Der ist ein bisschen aus wie Apache von... Was hat Apache da zu tun, ne? Ja, war er? Tschüss, aber nur Apache, wenn er bei Rapper Mittwoch mitgemacht hätte. Apache bei Icon. Die werden am Wochenende aufgeblasen von 2 Praktikanten und unter der Woche liegen sie flach auf der Erde. Wie macht man hier Frauen klar von die Pornos? Ja, mit dem Pullover schon mal nicht, Schatz. Ja. Wofür verwenden Sie das? Ja, wie für so, was ich verwende? Ja. Ich habe eine Webseite auf flickr.com. Flickr.com? Ja. Hallo? 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 Hi. Do you make porn skins? Sorry, what? Gem? Machst du Pornos? Ach so, nein. Nicht? Was fehlt, dass du das machen musst? Ich mach's einfach nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Was machst du? Ich verkaufe getragene Unterwäsche und verkaufe Bilder und wie. Getragene Unterwäsche? Getragene Unterwäsche? Getragen? So Boklo und so? So Kilot? So mit Kacke unten so? So mit Pisse? Nach dem Sport? So stinky? Warum sagt ihr keinen Preis? Kann man das kaufen? Idiot. Machst du OnlyFans? Ja auch. Wie heißt du da? Coconut Kiss. Ah, Coconut Kiss. Coconut Nugget? Wann hast du damit angefangen? Vor circa einem Jahr. Warum? Ja, weil es Spaß macht und gutes Geld bringt. Was macht denn Unterhosenverkaufen Spaß? Haben... Entschuldigung? Was? Haben Sie Sex? Ja. Ah, es geht, alte Mathelehrerin! Ah, was wird jetzt analysiert? Satz des Pythagoras-Six? Ich hab's studiert. Hier, Rochen. Rochen, ja, die Superkondome. Ja. Wollen Sie die haben? Ja. Was verkaufen Sie hier so Schönes? Nein, wir sind alle selber. Komm, wir machen heute kein Algebra, wir machen Alge. Fuck. Oh. Prostituierte. Echt jetzt? Ja. Wie viel hast du jetzt? Wie viel kostet? Ja, ja. Genau. Unterschiedlich. Wenn es jetzt passieren würde zwischen uns beiden. Wenn eine normale halbe Stunde ab 100. Halb Stunde 100 Euro, Alter. Wie war denn der bei Pyramide bauen weniger verdient? Sie aber schon im Edelbereich, oder nicht? Bitte? Und du kriegst noch nicht mal 6. Oh, was knapp, alte Kellolan! Warte ganz kurz. Ah! 50 krieg ich kein. Nee, aber den Arsch voll. Das kann ich aber gut. Und womit? Damit zum Beispiel. Bitte Pause! Was sind das für Männer, die sich für Geld in den Arsch hauen lassen? Menschen, die das genießen. Es gibt Masochisten, es gibt Menschen, die den demütigenden Aspekt gut finden. Andere Leute schalten durch Schmerz ab. Aber ich meinte jetzt eigentlich nicht nur das Verhauen.
Wie sind Sie denn in dieses Berufsding reingekommen? Haben Sie das aus Lust gemacht oder? Die meisten fangen an wegen des Geldes. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach total viel Spaß am Sex haben und das deswegen anfangen, aber in der Regel ist es das Geld. Ich bin Domina und alles, was in dem Bereich gewünscht ist, mache ich. Also Menschen mögen den Arsch vor Augen bekommen, andere möchten Rollenspiele haben, wiederum andere stehen auf Nadeln. Was war das Verrückteste, was Sie bis jetzt getan haben? Dass jemand zu mir gekommen ist und den Preis für eine Stunde 260 Euro dafür ausgegeben hat, nur mit mir zu sprechen. Aber Nadeln? 260 Euro nur zum Reden? Da kam einer, der 260 Euro dafür ausgegeben, damit er mit dir reden darf? Land, du kleiner Pessewig, ich hätte es für 20 gemacht. Er wurde so gescampt, Digga, er hat nur eine Stunde mit allen geredet. Hallo? Ich hätte es für günstiger gemacht, ja? Oh Gott, Alter. Wohin? In die Ja, zum Beispiel. Blutet aber ziemlich, ist also nicht für jeden was. Wie sind Sie dazu gekommen? Oh, ich bin selber seit über 25 Jahren im BDSM-Bereich und man verdient gut. How did you get into the Pornoindustrie? Es wird mir einer zu viel, Chat, es wird mir einer zu viel. Ich rede lieber mit euch gerade. Ich rede lieber gerne mit euch. I'm a Domina and a fetish influencer. What fetish are you making? Feet. Feet. Lan Morok, die sieht aus wie Dings, Lan. Damals ganz alt, ganz alt. Ich werde jetzt einen 10 von 10 rausholen. Na morgen, die sind aus dem Dings, Alter. Katja Krasowitsch damals, wo er mit Master Scorpion war. Was passiert hier? Alter, läuft Dings nicht mehr? Musik oder so? Eat? Yes. Here. In my mouth. Yes. How much? 300. And where did you make the boobs? Ah, in Turkey. How much? Free. Free? Free. Man sieht's. Der genießt es. Ja. Denkst du, der Mann kommt davon? Hi. Was machen Sie beruflich? Also hauptberuflich bin ich Studentin tatsächlich und nebenbei mache ich... Wie alt bist du? 21. Wie bist du da reingekommen? Wallah, die hat O'Shea yapmış ja. Oh, erken yara yemiş, Alter. Jetzt no disrespect, aber mit 21 ging der ein oder andere schon mal rein. Ja, da hakt auf eine Tür, Alter. Die studiert mit mir. Achso, nein, Kappazeichen. Mois? Tamam, Mois. Okay, weiter geht's. Digga, das war meiner zu viel. Ey, keine Disrespects in den Chat. Also Dings, so beleidigende Sachen wegen Aussehen. Sowas machen wir nicht. Ich hatte Bock drauf. Ich war schon immer ein bisschen sexueller, bin sehr offen und durch eine Freundin, die hat mich da so ein bisschen reingebracht und habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich bin tatsächlich Single, dadurch muss ich mir immer Drehpartner suchen, aber ich habe sehr viele Solo-Videos auch gemacht, auch public, sehr viel. Aha. Mein Riesenrad-Video. Oder ah, Riesenrad-Video, nice. Am Bahnhof. Ah, als du auf den Zug gewartet hast. Gleis 5, Einfahrt Amanegirios. Wie heißt du denn? Sweet Genie. Und ich habe gestern einen Award gewonnen. Ah, was bist du? Game of the Year? Was? Shooting Star 2023 Venus Award. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, meine Mama juckt es nicht, aber ich habe auch nicht so viel Kontakt zu meiner Familie. Dein Vater? Ja, der weiß das ja nicht. Der ist seit 20 Jahren tot hier. Entschuldigung. Wann dürfte ich Sie was fragen? Hi. Dank. Der hatte was im Gesicht, das war nicht ihr Gesicht. Da war was drüber. What's the best girl here? Was geht ab, Lan? Das ist die Gigi Morok. Er ist der beste Supporter. Chicks Hex Party. Chicks Party? Ja, ja. Hast du schon mal auf die geschleudert? Nein, nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht, ja. Lüg doch nicht. Nein. Du Lügi. Wie bist du in diese Branche gekommen? Ich wollte es schon immer machen. Also ich habe mich sehr früh dazu entschieden, das zu machen. Wie alt warst du denn? 21. Ich habe meine Ausbildung als Bankkauffrau beendet und dann habe ich gedacht, jetzt. Warum? Geld oder Lust? Lust. Also ich habe angefangen und habe professionell geshootet. Und danach habe ich meinen Mann kennengelernt, da habe ich nur noch mit ihm gedreht. Und dann zwischendurch habe ich auch noch mal ein bisschen für Brothers. Was ist deine Spezialität? Ich kann sehr gut blasen. Was machen Sie dann? Nice. Ich parle français ou anglais. What you make in Französisch with me? Dann ich parle français, baby. No touchy touchy. Schau ich mal. Nein. Mach Eye-Tracker an, nein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auch ein bisschen verwundert gerade. Nein, das bringt gerade nichts. Was zur Hölle passiert hier? Wir werden weitermachen. Und werden das vergessen, okay? Reset. Guck im Motto, was ist mit dem los? Der Mann hat's geschafft! Come on. Was denn? Du hast's geschafft, Bruder! Yeah! Yeah! Woo! Oh. This is my baby! Oh.
Summer. Was machst du denn beruflich? Ich bin Darstellerin. Was? Ehrlich? Als ob, Digga. Ich dachte, du arbeitest bei Rewe. Hä? Was machst du da? Digga, ich sag dir, bei dem Aussehen, ich hätte gedacht, Dings so. Hotelfachangestellte, Zahnärztin. Aber sie gibt die Füllung. Wie bist du da reingekommen? Ich habe schon immer sexuell offen gelebt. Also schon immer mit mehreren Menschen gehabt, nicht nur mit einer Person, weil ich finde, dass wir für Monogamie nicht gemacht sind, finde ich persönlich. Ja, dann lass uns doch einfach intensiv, jeder mit jedem kommt. Chat, alle bei mir rein. Alle jetzt sofort. Wir sind nicht gemacht für diese Welt. Alle sofort bei mir rein. Ich werde es auch nicht verhindern. Ich möchte, dass jetzt jeder reingeht. Ich bin bereit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja gut, dann soll es so sein. Dann geht jetzt jeder bei jedem rein. Okay. Haben wir uns halt gefilmt, ich und mein Mann, dann haben wir es ins Internet gesetzt, dann habe ich gesehen, lässt sich gut Geld mitverdienen, bumm, hier bin ich. Was war das Verrückte, was du bis jetzt gemacht hast? Da war an der Siegessäule in der Rikscha gedreht, also wie viele Männer hattest du bis jetzt? Der Verschleiß ist hoch und ich habe schon ein paar Meter in meinem Leben weggesteckt. Digga, der Gigo hat vorhin die Frauen gezwiebelt, Alter. Digga, Kapital, bra! Berlin lebt! Berlin stirbt! Was macht der da, Morak? Krank, ja, das wäre Kapital, bra. Heute hätte er nicht mit Samra Musik gemacht. Hast du die weggezwiebelt? Keine Ahnung. Was war das für eine Stimme? Geil! Versteckt. Digga, der Gigo hat vorhin die Frauen gezwiebelt, Alter. Hast du die weggezwiebelt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung? Nee, aber warst du drinnen gewesen bei denen? Private Bereich? Ja. Was haben die gemacht? Geh doch auch mal rein. Nee, ich trau mich nicht. Ach, erzähl doch nicht. Aber waren die zu zweit oder warst du alleine? Waren zu zweit. Und hast du reingesteckt oder? Nein, ich hab private. Also, ich habe nichts verstanden. Nur getanzt oder? Ja, ja, also private. Haben die Schnulli berührt? Entschuldigung. Boah! Oh, Junge, Alex, was geht? Ich frage, wie viele Sie schon weggehauen haben. Heute? Insgesamt? Im Leben 400. 400? Was ist für ein asozialer Dingschnitt? Kurdo? Kurdo, aber einfach Kurdo. Kurdo, Haare. Ja, Junge. Deutscho. Almano. Porno. Machst du das beruflich? Nee. Du bist einfach nur Gigolo. Ja, ich liebe Frauen. Wie machst du das mit den Frauen? Erklär mal ein bisschen. 10 Nutten, halb Nutten. Ach so. Ja. Schönen Abend, ja. Sprichst du Deutsch? Hello, Englisch. Are you Domina? I'm Mr. Skinnier. What are you doing here? I'm just visiting the show. And having also my shows on the stage. When did you join this job? Like 15 years ago. Why? Because that's my nature. You like to slap man? You want to try? Slap me in the ass. Slap me in the ass. Boah, Morok! Digga, das hat scheiße wehgetan, Digga, fick meine Hand. Oh, Verzeihung. Was machen Sie hier? Oh, ein Bunerpio, Bruder! Bunerpio, Bruder, Morok! Warum haben die keinen Eintritt erst ab 5 HP gemacht? Gib dir mal jemand Mini! Adam, ey, Sex ist ja schon ein Morok! Morok, was macht mein Opa hier? Ficke! Was machen Sie hier? Digga, ich bin verwundert, ja? Wir arbeiten hier. Und was machen Sie beruflich? Wir sind Drag Queens. Wir rennen hier so rum und dafür werden bezahlt. Werden Sie auch für Chicken? Ich werde euch jetzt etwas sagen, ihr werdet das vielleicht nicht akzeptieren, aber diese Drag Queens, ne? Ich finde, guck mal, jetzt Hack ist Hack. Ich finde das übertrieben krass, was sie hinkriegen. Ernst jetzt? Ey, kein Disrespect in Chat. Ich bin derjenige, der dafür auseinandergenommen wird, nicht ihr. Der, achtet mal, wie clean das ist. Die schminken sich besser als Layla auf TikTok. Die schminken sich besser als TikTokerinnen, sag ich euch ehrlich. Das gibt mir immer diese, es gab so einen Film, der hieß Burlesque oder so. Das gibt mir immer so einen Vibe. Also nur Hack. Erstmal hörst du auf, sie zu sagen. Ich hab so einen Respekt. Ja. Wegen der Höhe. Wegen der, es ist nur die Höhe, ja? Gut gerettet gerade. Auch wegen der Länge. Ah, ja, die Länge ist entscheidend, das stimmt wohl. Bist du auch im Kopf? Nee, ja, bist blöd. Ob du schon mal bezahlt wurdest für Sekilecki? Jein. Also ich war schon immer versaut und dachte mir. Cool. Denn so, fang einfach mal mit Webcam an. Ist bezahlt schon mal einer reingeslippt? Oh, das willst du jetzt unbedingt wissen, ja? Ja. Das bleibt mein kleines Garten. Was verkaufen Sie hier? Schöne Sache. Oh! Pumuckl, was geht? Was zum Beispiel? Peitschen, Masken, Halsbänder. Was tragen Sie am liebsten? Ich mag die Peitschen. Machen Sie das bei Männern? Ja, klar. Machen das auch Männer bei Ihnen?
Nein. Sind Sie der Hypnosemeister? Ich bin der Hypnotiseur. Aber wie hypnotisieren Sie die Menschen? Naja, indem ich sie in Trance bringe. Das ist die Fähigkeit des Hypnotisierens. Also man führt die Person in einen Zustand der Entspannung. Die Hypnose ist ein Zustand des starken Fokus, wo man genau auf eine Sache konzentriert ist. Und in dem Fall der Entspannungshypnose ist dann die eigene Entspannung. Kommen dann die Menschen? Also man kann mit Hypnose nichts machen, das die Person nicht will. Man kann aber auf Prozesse zugreifen, auf die man sonst nicht zugreifen kann. Beispiel? Abnehmen, Diät, vielleicht mal sein Jaro wiedersehen nach 23 Jahren. Vielleicht mal auf den Boden gucken zu können, mit dass man seine Füße sieht. Also hätte ich auch gern alles. Also, sag ich ehrlich, warum soll ich anlügen? Nee, kenne ich alles nicht, ja. Habt ihr ein Problem damit? Statt dass einer sagt, ey, aus, ich glaub an dich. Ah, gibt eh nichts zu sehen. Ah, alles klar, okay. Oh, wer sind Sie denn? Ah, wer bist du denn? Spricht nur Englisch. Aber, come on. Sie hat einen Orgasmus. Stopp. Das Stop ist, weil sie dieses, die kriegt dieses Jahr keinen, die kriegt dieses Jahr keinen vollen mehr. Nein, das war ein echter Orgasmus. Nochmal. Come hard. Nam. Come hard. Was? Am Jabana hab's Namen nach Köln. Ja, schau mal, wer steht jetzt vor mir. Schau mal vor, ich mach irgendwann Dualstream mit ihm. Er sitzt hier. Come on. Und dann macht er wieder. Und dann macht er wieder. Ich bin so live und ihr guckt zu. Ah, und dann macht er wieder und dann, oh, okay, okay. Was ein Scam, Alter. Zufällig stand die da. Come on, come on. Viel. And stop. Das ist ja geisteskrank. Was machen Sie beruflich? Ich mache Onlyfans. Ihr und ihr alle? Onlyfans. Ja. Auch. Habt ihr schon mal gegen Geld Sex gehabt? Einmal. Wie viel hat er bezahlt? 400 Euro. Würdest du es für 400 machen? Nein. Wie viel kostest du? Wenn, mache ich es nur für eine Nacht. Und da will ich 1000. Es waren keine 2 Minuten. Ja, was glaubt du, Bitcoin-Kurs? 2 Minuten. 2 Minuten, 400 Euro. Ja, hat nicht lange durchgezogen, also durchgehalten. Du? Bei mir gibt's das nicht. Aber Videos? Gibt's auch. Solo? Und gemeinsam. Und wie bist du da reingekommen und wann? Vor einem Jahr. Warum? Ich hatte einen Autounfall und Auto herrichten war teuer und OnlyFans. Berlin Tag und Nacht, ich habe alles verfolgt. Oh. Ey, das ist doch Dingsland, ich kenne dich noch von Berlin Tag und Nacht. Wie heißt du nochmal? Oh, wie heißt du nochmal, Alter? Nicht Kretze. Ist das Kretze? Oh, das ist nicht Kretze. Anne Wünsche. Ja, Mann, Alter, Anne Wünsche mit Kretze und so. Ich kenne das doch noch von damals. Kretze war der andere, sorry. Kann passieren. Hallo, Mois. Wie geht's? Oh, Junge. Okay. Und dann irgendwann? Warum hast du dich entschieden, irgendwann Brüste zu zeigen? Warum nicht, ist die Frage. Was ist daran schlimm? Mein Lebensmotto? Ja, man kann eine Frau mit Küssen zum Schweigen bringen oder ein Schlag in die tut's auch. Wie ist finanziell jetzt die Lage? Hat sich das extrem verbessert? Ja, vor allem, weil es einfach ein Job ist, der einem Spaß macht. Was war der pure Antrieb? Lust oder Geld? Das Geld gar nicht. Einfach, weil ich es gerne mache. Crazyste, was du tätowiert hast? Also hier ist schon ganz crazy, weil hier ziehen sofort alle blank. Hier geht's auf den Sch**. Hier geht's eigentlich gar nicht, was auf die Leute... Auf den Penis, direkt zwischen die Beine, auf die raus, auf die ringsrum. Hier gibt's auch nur Nuppel und Piercings. Also es scheint hier keine normale Welt zu geben. Was geht denn jetzt ab? Der macht Jaro-Piercings? Jaro-Piercings? Ja, nee, ich gehe dahin auf die Messe und einer gibt mir eine Nadel in mein Jaro? Und das macht Spaß? Wer will mich verarschen? Okay, was geht jetzt bei ihm ab? Was geht hier ab? Was zur Hölle geht hier jetzt ab? Ringsrum, hier gibt's auch nur Nuppel und Piercings. Also es scheint hier keine normale Welt zu geben. Ich dachte, die macht TikTok-Tänze. Was macht die denn hier? Ja, ich pack's dich, Johnny Sin. What's up? What are you doing here? Johnny Abendschmier, jetzt reicht's. Jetzt ist eine Simulation. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo Johnny Sins da steht. Just here for the show. How many girls did you have? How many what? How many girls did you have in your life? I don't know, man. Too many to count. What was the nicest girl for you? They're all amazing. I hate to name just one. When you have to choose one, which one? Never choose just one, man. There's so many good ones. How did you get into the porn industry? I actually pursued it. I knew I could always do it for some reason. And just pursued it, and I got lucky, and it worked out. So, nice meeting you. Der hat alles gescheppert, was geht, Alter. Alles hat er gescheppert. You're a legend, man. Thank you. Wusstet ihr, dass Johnny Abe ein richtiger Türken-Fan ist? Zeige ich euch sofort. Der Mann liebt Türken. Das ist Johnny Abe, ja? Woher weißt du das? Woher kennst du das Video? How many girls did you have in your life? How many girls? Couple of thousand, 2000. How did you get into the porno industry? I just realized I had a big dick. And then I was like, you know, let's do some fun with this. And I ended up in porn. So. If you could choose one girl, which one? What, just one forever? Yeah, just one, yeah. What is my girlfriend? Did you make a porn?
with her? No, she won't. I keep trying, but she don't, you know. How is it for her? Yeah, I mean, she supports, she's good, so... Ich bin Darstellerin und Camgirl. Was? Ehrlich? Ich dachte, du lieferst nur Essen. Seit Januar letzten Jahres, anderthalb Jahre jetzt. Ich wollte einfach was machen, wo ich frei bin, wo ich mir die Arbeit selber einteilen kann und mit dem Job perfekt. Hättest du doch YouTube oder Influencer gemacht. Hätte ich machen können, aber mein Weg war Visidix. Ich zeige einiges, man sieht einiges von mir, ich drehe Filmchen und man kann mich in der Cam besuchen kommen. Ich habe einen festen Drehpartner, ab und an hole ich mal jemand anderes dazu, aber... Kameramann, könnte der das da mitmachen, oder? Ich muss ihn mal angucken. Wird nichts, ne? Dacht tut mir leid, eher mit dir. Wollen Sie fragen? Sehe die immer Limbecker Platz, was? Sie sind ja blind, oder? Ja. Können Sie da... Der ist blind? Der ist blind und macht Pornos? Weiß er, dass er das macht? Weiß er überhaupt, dass er sowas dreht? Nur eine Frage jetzt, hallo. Ich frage wirklich nur aus Interesse. Seiner ist größer als deiner. Ja, und jetzt, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sehen beide nicht. Wir sehen unseren Dick beide nicht. Hast du ein Problem damit? Spüren die Leute hier oder wie ist das für sie? Weil die sind ja sehr viele nackte Leute. Also davon kriege ich leider recht wenig mit. Er ist einfach aggressiv geworden. Aber ich habe eine Begleitung dabei, die mir ein bisschen was beschreibt. Beschreiben Sie ihm immer, dass die Frauen sich hier selbst anfassen und sowas? Das ist also der neue Weg von Angela Merkel gewesen, Alter. Wer hätte das gedacht, der? Olaf Scholz kommt an die Macht und Angela Merkel ist jetzt auf Messen aktiv. Krass, hätte ich niemals gedacht. Ja, Angie, Alter, ich liebe dich, ich werde dich immer lieben. Einfach, was die Mädchen anhaben, ob sie nackt sind. Sind Sie das schon immer, oder? Nee, seit 9 Jahren erst. Haben Sie davor schon mal Pornos gesehen? Ja, klar. Natürlich. Ich habe ihn auch früher schon bekleidet ins KitKat und wie heißt das andere? Insomnia. Ja, im Gargoyle damals noch. Wie krass. Was machen Sie beruflich? Ich bin Webcam-Girl. So Sternchen. Sind Sie quasi eine Granny? Ja, ich bin eine Granny. Ach, sag euch ehrlich, ich finde es traurig, Alter. Ja, was für eine Entwicklung die Menschheit hat. Ich kenne dich doch noch von früher. Alles war gut. Alles war schön, ich kannte dich, du hast meine Kindheit begleitet. Und dass du wirklich da jetzt landest, hätte ich niemals gedacht, ja, scheiße, ja. Ich dachte immer, du gehst den geraden Weg mit Stefanie, Lazytown. Ich dachte, hier, guck mal, das war alles noch lustig, das wäre noch cool. Und jetzt bist du dort gelandet, ja, fuck, Alter. Ich hätte dich rausgeholt, hättest du gesagt, aber du wolltest anscheinend diesen Weg gehen, schade. Stefanie, hier ist neu im Loch. Jilf? Ja? Wie alt sind Sie denn, ich frage doch. 62. Macht sie noch Spaß wie am ersten Tag? Aber Wahnsinnsspaß. Wann haben Sie sich dazu entschieden? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren erst? Ja. Wollten Sie nochmal die Jugend nachholen oder was? Ich wollte Spaß haben, den ich früher nicht hatte. Das ist es, ne? Ja. Und haben Sie da nochmal richtig die Nudel gewirkt? Ja. Und hauptsächlich mit jungen Männern. Solchen wie mir? Ja. Hätten Sie da Lust? Warum nicht? Sollen wir das machen? Wie viel kostet's? Wie viel wird es für mich kosten jetzt? Blanco. Blanco. Ich liebe Blanco. Ich habe auch Tests, also kein Problem. Ja, überlege ich mir nochmal. Okay. Machen wir dann später. 200 Euro die Stunde. Wenn ihr wollt, Wiki pur. Lalala. Ich bin maximal verwirrt. Wallah. Ich bin verwirrt und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ich habe Angst, auch etwas darüber zu sagen. Und deshalb möchte ich dieses Video beenden. Ich möchte dieses Video beenden und ich möchte nie wieder darüber reden. Sorry, YouTube, aber ich habe keine passenden Worte mehr dafür. Wenn ihr wollt, dass ich... Das wäre jetzt... Okay, jetzt bin ich auch... Nee. Jetzt bin ich auch... Nee. Ich werd das ganze Thema noch einmal hiermit beenden. Und dann hört das Video auch direkt auf. So, damit würde ich sagen, war's das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.